Don't let the people suffer in peak times. Professor Hasso Plattner in der Diskussion mit Studenten. Deutlich spürbar, wie stark der IT-Pionier auch mit 70 Jahren noch für Innovationen brennt. Das Potsdamer HPI ist eine dieser Plattner-Innovationen. Vielleicht eine seiner umfassendsten. Und so trägt das renommierte Informatikinstitut seit gut 15 Jahren den Namen eines Vordenkers, der immer auch Gestalter und Macher ist. Ich habe immer gedacht in meinem Leben, also dass man irgendwie was erfinden muss. Und wenn man eine Weile nichts erfunden hat oder nichts richtig Neues beigetragen hat, kriege ich so eine gewisse Unruhe. Es war genau eine solche Unruhe. Sie lenkte den Ausnahmeunternehmer Plattner auf den Pfad der Wissenschaft. Hier kommt einer, der auch ein relativ junger Mensch ist und mit dem wir noch lange Jahre gut zusammenarbeiten wollen. Danke, Hasso Plattner. Alle SAP-Gründer sind ja großzügige Förderer und Sponsoren, haben große Stiftungen. Und Hasso Plattner hatte die Idee, Führungsnachwuchs im IT-Bereich auszubilden. Im Modell der Public-Private Partnership vereint Plattner im HPI erfolgreich privates und staatliches Engagement. Als beispielhaftes Modell für die Hochschullandschaft Deutschlands. Also nicht nur auf Wettbewerb, da privat, da staatlich, sondern dass es eine Mischung ist aus Wettbewerb und Kooperation. Und das, was das HPI jetzt an Inputs gibt in die sonstige Landschaft, das ist unverzichtbar für unsere Wissenschaftslandschaft. Die bislang größte private Investition im Wissenschaftsbereich in Deutschland stellt Hasso Plattner für das HPI bereit. Ein millionenstarkes Engagement, das ein ganz besonderes Forschungs- und Lernumfeld ermöglicht. Ganz ohne Studiengebühren. Das ganze Programm hier ist, etwas zurückzugeben, was ich erlebt habe. Ich habe an einer sehr guten Hochschule in Karlsruhe studiert, mit Glück gehabt mit meiner Karriere bei IBM und SAP. Und insofern über die Stiftung zurückzugeben, in die Bildung zu investieren, sodass die übernächste Generation, dass die auch eine Chance hat. Hasso Plattner, schon immer Vermittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, kennt auch am HPI keine Berührungsängste. Vielmehr sieht er Chancen für beide Seiten. Ich glaube, dass wir einen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung unserer Industrie aus der Hochschule heraus. Den Firmen kann geholfen werden. Das Vertrauen der Wirtschaft in solche Personen wie Hasso Plattner hat geholfen, dass uns große Firmen ihre allerneuesten Rechner hier in unserem Future Sock Lab hinstellen und wir an solchen Rechnern experimentieren können. Grenzen? Für Hasso Plattner seit jeher ein Fremdwort. Mit der umfassenden Finanzierung von Dependancen des HPI in Afrika, Israel und China fördert er den globalen Forschungsaustausch. It is interesting to have some international connections. The people are different. They live in a slightly different world. We feel very comfortable that we create this community. Eines will er nicht sein, bloßer Mäzen. IT-Forschung, das bedeutet für Hasso Plattner Leidenschaft und harte Arbeit. Gemeinsam mit seinem HPI-Team entwickelt er eine neuartige Datenbanktechnologie, die als SAP-Produkt zum gefeierten Erfolg wird. Another PhD-Candidate of mine analyzed 4 billion records in real time. Today they need 6 weeks to do this. I think this is one of the finest pieces of software I have seen being developed in the recent years. Was it fun to do these applications? Wenn wir Spaß haben, leisten wir viel mehr. Überhaupt die akademische Ausbildung sollte mehr Spaß machen. Für einen Hasso Plattner bedeutet dies vor allem auch ein gutes Miteinander. Und im Zusammenspiel mit den Studenten stets den richtigen Ton zu treffen. Das Erfolgsgeheimnis, Herr Plattner? Ab und zu mal mit einer Studentenband mitspielen. Ich habe aber auch schon mal mit Status Quo gespielt. Da habe ich dann mit einem richtigen Gitarrenprofi ein bisschen geübt. Das ist ja einfach, nicht? Dappen, 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 dappen. So. Hasso Plattners Berührung mit einer neuartigen Innovationsmethode ist der Katalysator für weitere Plattner-Projekte am HPI. Da ist er ja auf dieses Stanford-Programm, das Design Thinking-Programm, aufmerksam geworden und hat dann in dem Sinne auch wieder zugepackt. Hasso Plattner was astounded to find that there was actually somebody thinking about what he thought was the right approach and beginning and really trying to begin to teach it. Nur kurze Zeit später startet Hasso Plattner in Potsdam die HPI School of Design Thinking,
als erste Innovationsschule ihrer Art in ganz Europa. Noch während andere beobachten, zeigt sich Vordenker Plattner überzeugt von der Arbeit multidisziplinär gemischter Teams. Nur dadurch, dass es These und Antithese gibt, nur dadurch, dass es einen Dialog gibt, dass man etwas von verschiedenen Seiten anguckt, kriegen wir überhaupt die Einsichten, die die normale, homogene Gruppe, 5 Computer-Nerds zum Beispiel, nicht bekommt. Erneut beweist Hasso Plattner das richtige Gespür. Design Thinking wird innerhalb weniger Jahre fester Bestandteil von Unternehmen weltweit. Plattner zum Botschafter für eine Revolution der Innovationskultur. Let us get back to where we came from, when we were curious, when we were creative, when we were actually equal, despite we had different qualities. Für eine erneute Bildungsinnovation sorgt Hasso Plattner 2012. OpenHPI bietet als soziales Lernnetzwerk IT-Ausbildung auf höchstem Niveau und das als Online-Kurs für jedermann, kostenfrei und ohne jegliche Zugangsbeschränkung. I believe this is a new way for disseminating knowledge that people all over the world can have access to that is a privilege for us. Hasso Plattner und das HPI. Eine Erfolgsgeschichte. Heute spannender denn je. Und so darf man schon jetzt gespannt sein auf Hasso Plattners nächste gewisse Unruhe.